Herzlich willkommen, euren Freunde, zurück zu Animal Crossing New Horizons. Ja, da heute Leufoius da ist, dieser Angeltyp, dachte ich mir, komm, dann nehme ich heute Abend nicht auf, sondern nehme jetzt schon auf, damit ich schon mal über den Tag hier Fische fangen kann. Ich wollte die Köder mitnehmen. Die holen wir uns mal eben schnell. Die liegen nämlich hier, haben noch ca. 20 sind das, glaube ich. 23. Genau. So, die werden wir noch verködern. Und zwar fangen wir heute den Thunfisch. Den gibt es hier nämlich am Steg. So, hier werde ich jetzt ganz, ganz viel dieser Dinger hier reinschmeißen. Aber erstmal eine Angel ausrüsten, so. Und los geht's. Futter verstreuen. Okay, der ist ein bisschen klein. Aber wir brauchen hier noch einen Fisch. Warte, den habe ich mir auch aufgeschrieben. Der Falterfisch ist hier noch drin. Den brauchen wir auch noch im April. Der Thunfisch, den brauchen wir nämlich auch jetzt dringend, weil er nach April, glaube ich, erst wieder November da ist. Deswegen müssen wir einfach unser Glück probieren. Kalma, okay. Dann brauchen wir auch die Tage nochmal Regen. Ich habe es gestern nicht geschafft, hier im Regen den Quastenflosser und diesen Glaskopffisch zu fischen. Die fehlen uns nämlich auch noch. Aber ich glaube, die sind auch das ganze Jahr da. Also, da ist jetzt kein Problem. Da sehe ich zumindest kein Problem. Aber ich freue mich schon irgendwie hier auf die Winterzeit. Weil Sommer wird jetzt, glaube ich, relativ normal auf der Insel sein. Und Herbst wird dann eher schön werden. Da bin ich echt gespannt. Und hier kommt irgendwie nie ein großer. Schade. Egal. Wir verkaufen die Fische einfach so weiter. Ich habe mit dem zweiten Account ein bisschen weiter gespielt, weil ich möchte ja das Zelt da immer endlich mal umplatzieren. Nur das ging jetzt immer noch nicht. Also das Haus, das wird, glaube ich, morgen fertig sein von meinem zweiten Account. Und dann müsste ich es doch langsam mal umziehen lassen können, oder? Also irgendwie, ne? Müsste das ja dann mal passieren. Oh, größerer. Mal gucken. Oh Gott, ja, mein Vibrator. What the fuck? Mein Controller vibriert. Oh, ein Marlin. Okay, den habe ich aber schon. Oh mein Gott. Ich habe keinen Vibrator. Sorry, Leute. Für das Kopfkino. Es tut mir leid. Es ist mir irgendwie so rausgerutscht. Oh, nee. Das kann ich ja nicht bringen hier, ey. Ach nee, jetzt habe ich weggeklickt. Mann, jetzt bin ich hier schon wieder auf 100. Auf 100% Erfolgskurs hier. Marlin gibt uns, glaube ich, 15.000, ne? Oder so. Das ist ein Seebarsch. Ja, super. Und hier noch ein Köder. Hieß der Leufeus? Nee, ne? Leutus oder so. Irgendwie so. Habe ich nämlich entdeckt, als ich mit meinem zweiten Account herumgespielt habe. Oh Gott, das hört sich auch wieder falsch an. Ach Mann, ey. Ja, vom Museum sind, glaube ich, 6 Fossilien und einen Tausendfüßler. Den habe ich unterm Stein gefunden. Da ist er rausgekrochen. Wie ein Füßler. Genau, haben wir das auch schon wieder geschafft. Also, ne, ich habe jetzt 23 nur, ne? Und wenn die aufgebraucht sind, dann würde ich sagen, dann gucke ich noch, ob ich was im Lager habe. Oh Gott, ein kleiner. Ein kleiner ist gut. Ist er da dran? Nee, ne? Ich glaube nicht. Nee. Ein kleiner ist sehr gut. So, komm her, kleiner. Vielleicht habe ich dich nämlich noch nicht. Genau, dann gehen wir da gleich mal gucken, ob wir da noch welche haben. Weil die würde ich dann auch noch aufverbrauchen. Und dann hoffen wir mal, dass wir hier mal einen Thunfisch kriegen. Ist auch keiner.
Aber ich weiß nicht, klein, ne? Ich glaube, das ist klein, oder? Kann das sein? Dass das klein ist? Oder ist das schon Mitte? Ach ne, jetzt habe ich weggemacht. Egal. Weil das hier wird ja dann wohl winzig sein, oder? So, denke ich jetzt einfach mal. Ja, die schnappe ich mir mal hier schnell. Ein Falterfisch. So. Super. Hey, den haben wir ja doch schon. Tatsächlich, den haben wir schon. Toll. Und ich sag euch, den haben wir noch nicht. Egal. Ich habe ihn in diesem Pokédex da nicht gefunden. Insektendex. So, komm. Super. Ein Doktorfisch. Da denken wir natürlich alle an Dory. Ich habe den zweiten Teil nie gesehen, also finde Dory. Habe ich nie gesehen. Keine Ahnung. Ach, den könnte ich mir eigentlich auch mal anschauen. Auf. Aber ich war nie so ein Fan von Dory. Na, vielleicht schaue ich den doch nicht an auf Disney Plus. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. So. Ich habe mir letztens überlegt, ob ich mal Haus des Geldes mal anfangen soll. Dann habe ich mir aber irgendwie gedacht, komm, ich schau lieber irgendwas auf Disney. Oh Gott, Marlin? Ist es Marlin? Ich glaube schon. Nee, Riemenfisch. Riemenfisch. Sehr gut. Boah, ich muss sagen, ich bin mit der Ausbeute ganz zufrieden mit meinen Ködern. Ja, ne? Obwohl, das könnte winzig sein, oder? Oder war das andere nicht größer? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ist das ja echt klein. Ist wirklich klein. Ein Anemoneonfisch. Anemon. Wieso nennt man die eigentlich auch Clownfische? War das nicht so? Ich meine, im Zoo stände ganz oft Clownfisch. Naja, vielleicht haben sie einfach zwei Namen. Das kann ja auch sein. Okay, der hat es nicht gesehen. Gibt es eigentlich noch die Fische, die so eine Flosse nach oben haben? Wie damals. Aber ich kann euch sagen, denn damals habe ich nie solche großen Fische gefangen. Wirklich nicht. Ich war immer viel zu schlecht. Ich meine auch, das wäre irgendwie anders gewesen mit dem Angeln. Weil hier muss man nur A drücken und nicht A spammen. Weil manchmal hatte ich echt das Gefühl, oh Gott, ich habe zu wenig A gespammt. Deswegen habe ich den Fisch jetzt nicht bekommen. Keine Ahnung. Ich frage mich ja immer, wo die Schnur ist. Wir gucken jetzt mal ganz genau hin, wo die Schnur ist. Wenn ich hier angel. Weil ich sehe sie nicht. Ist da eine Schnur dran? Entweder ich bin blind oder da ist keine. So, Rotfeuerfisch. So, für 5 haben wir noch Platz. Genau. Ja. Hatten wir 2 Riebenfische? Nee, ne? Habe ich mir, glaube ich, eingebildet. So, Kalmar. Ich bin gespannt, wie viel Geld wir gleich bekommen. Weil wir haben. Oh, doch! Doch, wir haben 2x 7000er Fische. Und ich glaube, einmal 15.000. Ach, genau. Schmeiß mal die Angel da rein. Vielleicht kommt da irgendwas. Genau. Da sind die Köder. Muss ich kurz suchen, wo sie sind. Wieder ein kleiner. Nee, hallo. Ach nee, jetzt habe ich komplett verkackt. Oder? Ich glaube schon, ja. Auf jeden Fall. So, ich hab dich. Du entkommst mir nicht. So. Die Riesenschildkröte gibt es nur zwischen 22 Uhr und 4 Uhr. Deswegen hätte es nichts gebracht, wenn ich um 18 Uhr auf die Suche gegangen wäre. Wollte ich auch noch eben erwähnen. Erst ab 22 Uhr. Ist schon. Da muss ich so eine Art Sonderfolge machen wieder. Ja, da muss ich das so machen. Nur dann am nächsten Tag morgens früh oder so hochladen. Mal schauen. Mal schauen. Oder vielleicht, wenn ich es noch vor 0 Uhr bekäme, könnte ich es noch schnell hochladen.
Da sehe ich gerade kein Problem. Ich habe ja hier so super Internet. Gefühlt sind die Parts nämlich nach 2 Minuten schon oben. Sebasch. Achso, ich habe das Outfit von Tina und Sina wieder. Das fand ich irgendwie ganz cool mit der Mütze. Ich habe auch voll was Cooles von Gulliver bekommen. So was Art, so eine Art Wahrsagermütze. Mit so ganz, ganz vielen Ketten und sowas dran. Sah richtig cool aus. Kann ich euch gleich auch mal zeigen. So, super. Angel geht's kaputt? Nee? Okay. Ich bringe die Fische trotzdem erstmal zu Leufeus und danach können wir uns mal kurz den Hut anschauen und die restlichen Köder holen, falls ich nur welche habe. Genau, das ist der Plan, das nehme ich mit. Da war ein Geschenk, ne? Da. So, neues Rezept wäre schön. So, mal schauen. Oh, ein Bettpult. Okay, kein Rezept. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Schlepp und Neck. Und sind doch nur 3 Fossilien. Egal. 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 So, Dings, die war hier oben irgendwo. Ah, ich hätte noch weitergehen müssen. Der war letztens noch hier oben. Habe ich mich gedacht, hey, was will er denn hier oben? Hier oben ist kein Wasser. Da ist er. Jojo, hier ist wieder euer lieber Biberloimois. Ist da, um euch zum Fischen zu verführen. Aber wem erzähle ich das? Du folgst mir ja sicher in sämtlichen sozialen Netzwerken auf Schritt und Tritt. Und du hast in Erwartung meiner Ankunft sicher schon deine Angel und deine Online-Präsenz poliert. Du weißt, wie sehr ich Angelmeister zu schätzen weiß. Und ich weiß, wie sehr du Sternis zu schätzen weißt. Kleiner Hinweis noch: Angeln ist jeden Tag ein neues Abenteuer. Wer gestern glänzte, sinkt heute ab. Deshalb muss ich jedes Mal wieder alle Teilnehmer auf Eignung prüfen, bevor ich ihm was abkaufe. Was sagst du? Du musst nur den Angelcheck bestehen. Dann kaufe ich deine Fische zu Höchstpreisen. Oh ja, außerdem könnte ich dir Sammelfische organisieren, falls du auf sowas abfährst. Sammlerfische? Jo, check mal das mal ab. Also, wenn du bei mir einen Sammlerfisch orderst, kriegst du ein schickes Modell von deinem Lieblingsfisch. Mein Kontakt ist ein echter Künstler und mit seinen Sammelfischen wirst du zum Chef in neben Biberbau. Sonst macht er Modelle von Insekten und so, aber zum Glück konnte ich ihm überreden, Fische zu probieren. Wenn du mir dreimal den gleichen Fisch bringst, dann kann ich dir den schicken. Nee. Wie, du knallst? Okay. Achso, nee, ich wollte hier deinen komischen Anglerscheck hier machen. Angelcheck bitte. Okay, fang mir heute 3 Maxi-Fische in einem Aufwasch. Also angeschnurstracks hintereinander. Ein Schnabelwasch muss es aber zum Beispiel schon sein, um als Maxi-Fisch Dach durchzugehen. Ach, und sowas wie Schnapp- oder Weichschildkröten zählt auch. Groß genug sind sie ja. Du hast korrekt gehört, Fische in den falschen Größen. Außerdem darf ich dir zwischendrin auch keinen Fisch vom Haken flutschen, weil der Scheck dann von vorn losgeht. Maxi-Fische? Also groß oder was? Ich habe überhaupt keine Ahnung, was Maxi-Fische sind. Ich habe nur für 4 Platz. Mal schauen. Mal schauen. Also wirklich nur große. Sehr interessanter Scheck auf jeden Fall. Der ist zu klein, glaube ich. Du. Hallo Pflanzis. Wie geht's euch heute? Nicht so gut? Oh. Oh, das tut mir aber dann leid. Das tut mir dann aber leid. So. Weil dass man immer diesen Angelcheck machen muss, das wusste ich gar nicht. Der Insektentyp hat das nie verlangt, das nochmal zu machen, glaube ich. So, hier haben wir ein Rezept. Das nehme ich mir mal eben. Strohmantel. Die Rezepte, die habe ich dann einfach hingeschmissen beim zweiten Account, falls ich hier welche gefunden habe. Ist das schon Maxi Fisch? Ich probiere es aus. Okay, einen haben wir, glaube ich. Ist das ein Maxi-Fisch? Ich weiß es nicht. Ja, okay. Okay, das ist ein Maxi-Fisch.
Hier haben wir auch noch einen. Oh, vollkommen daneben. So? Nee. Och Gott, dieses Angeln, ne? So, jetzt aber. So, Seebarsch wahrscheinlich. Ja. Das war klar. Hier haben wir einen kleinen, den brauche ich nicht. Hier haben wir überhaupt keinen, wie oft, wie so oft, ne? Ist ja irgendwie oft der Fall, dass ich da niemanden habe. Aber wir gehen mal hier eben unten an den Strand. Das müsste, glaube ich, hier besser laufen. Weil der weiter ist. Größer gezogen. Ja, das könnte, glaube ich, auch schon Maxi-Fisch sein. Ja, haben wir geschafft. Haben wir geschafft. Super, schnell zu Leumus. Leufeus. Na, ihr Schmetterlinge, ich verscheuche euch mal. Weil ich so nett bin. Geldstein habe ich noch nicht geguckt. Und wo man den Geldbaum pflanzt, habe ich noch nicht gefunden. Also beides noch nicht. Ich weiß, ist sehr traurig, dass ich das noch nicht gefunden habe. Ich glaube, heute ist es sehr, sehr gut versteckt, beides. So, geschafft. Ja, was geht, du Kugelfisch? Wachsen hier schon Schwimmen heute hinter den Ohren, New York? Jo, du hast schon ganz 3 Maxi-Fische. Gute Arbeit. Wenn du die Angel auswählst, dann wow, Selfie-Time, Alter. Angescheckt. Bestanden. Und ob? Jo, dann zeig mal, was du auf der Reuse hast. Habe ich auch noch nie gehört. So, ich bin gespannt. Okay, ich schätze. Ich bekomme 40.000? Jo, das sieht man ja nach einem ganzen Schwarm aus. Oh, 57.000. Fast 20.000 mehr, als ich gedacht hätte. Super. Sehr, sehr gut. Die Bank dank. Katsching. Genau, Katsching. Ich bring mal eben mein Geld weg. Weil der Beutel, der nervt mich ein bisschen, der einen Inventarplatz klaut. Ach, sind ja 2 Beutel, ne? Ja. Genau, die kommen dann eben auf meine Bankchen. Dann können wir auch noch schnell. Dann holen wir auch direkt meine schönen Nuckmeilen, die ich bekomme. Hallo! Okay, die wollen wieder nichts von mir. Mann. Die sitzen da auch nur noch zur Deko, habe ich das Gefühl. So, ich möchte Bankautomat. So, einzahlen. Bitteschön, alles. Sehr schön. Haben wir jetzt 1 Million. Also, falls irgendwann mal eine Krone im Shop ist, ne? Ich kann sie mir endlich leisten. Endlich. Ich glaube, die. Oder kostet die mehr? Weiß es gar nicht mehr. Was wollte ich machen? Achso, stimmt. Weiter angeln. Wollte nach Dingsy-Bumsys schauen. Was ist das denn? Keine Ahnung. Kacke. Mann. Achso, mein Haus wurde umgestaltet. Habe ich, glaube ich, gestern gemacht, ne? Glaub schon. Ach ja, der Keller ist da. Ich habe einen Boden gekauft bei Schlepp und Nepp. Und eine Tapete. Der Boden ist eigentlich sehr, sehr gut, passend. Es gibt ja diese Goldwand, die hätte ich dann gerne. Aber die Wand ist eigentlich echt auch schön. Ja, hätte zwar viel, viel mehr unterschiedliche Bilder vielleicht sein können. Also nicht wirklich hier die gleich und die gleich, sondern wirklich alles gleich. Alles anders, meinte ich. Aber okay. So, dann gucken wir mal ganz kurz. Oh, Outfits kommen jetzt auch schon relativ viele zusammen. Okay, wir machen noch
30. 30 machen wir noch. Wir gucken mal, wie viel Platz wir haben für 30. Ne, für 30 haben wir keinen Platz. Dann ins Lager. Lager. Wie viel sind das hier immer? 4, 10. Okay. Ins Lager und... die Axt, die brauche ich nicht. Die Äste eigentlich auch nicht, wenn ich so ehrlich bin. Hier kommt auch mal ins Lager. So, perfekt. Haben wir genug Platz? Das sind die letzten 30 Fische, die wir noch machen für den Thunfisch. Sonst geht's morgen direkt weiter. Wir fangen diesen Fisch noch irgendwann. Irgendwann wirst du an meiner Angel hängen und sagen, nein, lass mich in Ruhe. Ich möchte erstmal die Angel ausrüsten. So, super. Okay, kein großer Fisch leider, aber egal. Ich fange nicht trotzdem für das Geld. Für die Kohle, Alter. Oh Gott. Okay, das war mal wieder ein Fail. Der war daneben. Der war daneben. Boah, ich denke schon wieder die ganze Zeit nur ans Essen. Weiß nicht, Seebarsch, glaube ich. Hier eine Flunder. Ah, Leute, Leute, ich liebe Essen. Aber ich muss heute irgendwas mit Milch machen, damit die leer ist. Also entweder Kartoffelpüree, Pfannkuchen, den ich gestern und vorgestern hatte. Oder... Nee, oder gibt's nichts. Kuchen backen will ich nicht. Ich mag nicht so gern Kuchen, aber Pfannkuchen geht noch. Ist so das Essen, wenn man sagt, komm, ich will nicht einkaufen gehen, ich esse... Ich esse alles leer, bis ich nichts mehr hab. So geht's gerade mit meinem Pfannkuchen. Obwohl ich eigentlich noch richtig viel hab. Also an Hackfleisch habe ich echt noch viel. Ist natürlich alles eingefroren. Hab sogar keine Schnitzel mehr, Leute. Und das ist echt traurig. Wirklich. Keine Schnitzel, kein gar nichts mehr. Brötchen habe ich noch. Und jede Menge Bolognese und Nudeln. Naja, ne? Das ist halt so, wenn man sagt, komm, ich gehe einmal im Monat einkaufen, dann muss ich nicht unnötig oft dahin fahren. Deswegen, Getränke sind eigentlich auch leer, aber ich habe zum Glück Tee, ne? Sag mir immer, komm, ich nehme einfach 4x6 Sand mit und dann im Rest des Monats wird Tee getrunken. Ein schöner Ausgleich, vor allem, wenn wir jetzt den 15. haben und ich schon ungefähr 3 Tage Tee trinke. So, meine Angel ist kaputt, Leute. Meine Angel ist kaputt. Hier, neue. Ich habe eine neue. Guck mal, hier. Ich überlege gerade, wie man nochmal die Goldangel bekommt. Ich glaube, wenn man alle Fische mal geangelt hat. Das ist aber echt eine harte Aufgabe. Das dauert ja länger als ein Jahr, wenn man nicht cheaten will. So wie scheiß, so wie den Gulliver. Ne, 50 Mal da retten, hallo? Ob ich so Lust habe, die ganze Zeit den da zu retten. Oh Gott, der hat schnell angebissen. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich kacke. Aber du jetzt, komm. Komm in meinen Bann. Komm, Seebarsch, ich spüre dich doch, dass du ein Seebarsch bist. Und? Seebarsch, sag ich doch. Sag ich doch. Und du bist auch ein Seebarsch, ich spüre das. Ich spüre das. Wohl eine Flunder kannst du auch sein. Die spüre ich auch gerade. Aber ich glaube eher ein Seebarsch. Boah, ich habe gestern 3 Tage, nicht 3 Tage, 3 Stunden am Stück ein Lied angehört, Leute. Es ist
einfach so seltsam. Und zwar Speechless, aber auf Deutsch von Aladdin. Oh, so toll. Wirklich. Wirklich, wirklich. Und ich kann es mir irgendwie die ganze Zeit anhören. Es ist irgendwie immer so, wenn ich irgendein neues Lied finde, was ich sehr, sehr gerne mag, höre ich das wirklich nonstop. Senorita damals. Oder Sober von Demi Lovato. Oder Impossible von AFA. Gott, mir fällt der Name nicht ein, nur AFA. Arthur. AFA. Oder auch von hier. Oh Gott, wie hieß er denn jetzt nochmal hier? We don't talk anymore. Charlie Puth. Genau. Charlie Puth. Irgendwie so. Charlie Puff. So, komm. Komm, Fischchen. Du willst doch auf meinem Grill landen, oder? Gibt es in Animal Crossing den Grill? Weil der würde eigentlich super passen hier. Zum Inselfeeling. Oder wird er so gut passen? Doch, ich glaube schon. Ich glaube schon. Hallo. Frag mich auch hier, in dem Spiel gibt es ja keine Steckdosen, ne? Wie bekommen die Sachen ihren Strom? Ne, also, das ist auch noch so eine Frage, ne? Animal Crossing scheint wohl sehr, sehr weiterentwickelt zu sein als die Erde. Als die reale Erde, nicht die virtuelle Erde. Ach man, ich will keine Flunder, ich will jetzt mal wieder hier einen Hauptgewinn haben. Flunderschirn, was will ich mit dir? Was will ich mit dir? Oder mit dem Kleinen hier? Ich mach die gleich alle weg. Dann ist es mir egal. Doch. Eine Makralla. Die brauche ich nicht. Ich werd nicht immer schweigen. Schweigen. Angeln, ich will keinen Anemonenfisch. Okay, ich hab's verkackt. Ach Mann, ey, nee, ich will dich nicht. So, mir reicht's jetzt hier, Leute. Mir reicht's jetzt. Da kommt einfach gar nichts raus. Doch, ich wollte schon sagen, komm. Weil du so spät rauskamst, bist du jetzt sehr, sehr selten, okay? Nee, ist ein Seebarsch. Kacke. Kacke! Mann, ey, du warst gar nicht selten. Du bist auch ein Seebarsch. Ich sehe das doch jetzt schon kommen. Ja, nee. Hat sich sogar noch. Oh, da hinten wäre ein Geschenk gewesen, aber das kriege ich nicht mehr. So, noch 10 Fische. 10 Möglichkeiten. Der ist weg. 9 Möglichkeiten. Der ist auch weg. 8 Möglichkeiten. Alter. Der ist auch weg. So, etwas größer mal wieder. Och Gott, ich habe A gedrückt. Ich hasse mich. Ich hasse mich manchmal echt, Leute. Ach, der ist klein wieder. Aber okay, er ist größer als die anderen vorherigen. Ein Rotfeuerfisch. So, dann gehen wir gleich noch die Sachen hier verkaufen. Auch wenn die wahrscheinlich nicht viel Geld bringen. Das ist ein kleiner, wow. 3. Ach so, wir können die Fossilien noch analysieren. Stimmt, das können wir noch machen. Alter, hier kommt nur Scheiße. Was ist das denn jetzt hier? Okay, endlich mal ein großer. Komm.
Oh, ich hab ihn. Ja, er ist groß. Thunfisch. Als ob. Als ob der letzte Fisch ein Thunfisch ist. Hahaha. Tja, hättest du mein Angel mal tun nichts vermieden. Als ob der letzte Fisch ein Thunfisch ist. Ich fass es nicht, Leute. Damit habe ich echt null gerechnet. Das ist ja hier wieder heftig. So, den gibt's immer, aber nicht im Mai, Juni, Juli, August, September und Oktober. Cool, cool. Haben wir ihn bekommen. Ach, du bist der Showmante, okay. Geil. Geil, 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 geil. Okay. Okay, okay. Wir gehen jetzt erstmal zum Museum. Bringen den Fisch weg. Oh, ich bin so happy, dass wir das geschafft haben. Wirklich. Ich bin wirklich happy jetzt. Thunfisch haben wir also schon mal von der Liste entfernt. Dann können wir dann tatsächlich mit der Schildkröte dann weitermachen. Euch nehme ich mal alle mit hier. Zack, zack, zack. War hier noch was? Nee, ne? Nee. Oh, Leute, ich habe den Thunfisch gefangen. Oh, ich bin immer noch kaputt vom Sport. So. Bitte, pardon, Moritz, hast du was Schönes für mich? Ich habe nämlich wieder Hunger. Hunger habe ich. Nee, ich habe nur ein paar Fossilien für dich. Okay, 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 guck mal. Lala. Lala. Ich liebe Fossilien. Und ich brauche sie leider nicht. Ich will etwas stiften. Fabelhaft, was gedachten sie uns denn zur Verfügung zu stellen? Ulala Thunfisch, ulala Fisch, ulala lalala, und das coming for you. Yeah. Nee, danke. Dankeschön. Ah, ich bin jetzt echt happy. Wirklich. Wirklich happy, dass wir das so geschafft haben heute noch. Brachiosaurus. Brachiosaurus Thorax. Oh, warte mal, wir gucken mal eben. Wo habe ich denn hier Platz? Ach, keine Ahnung. Scheiße, ich habe hier nirgendwo Platz. Hier habe ich Platz. Nee, hier sind die Blumen alle im Weg. Oh Gott, wo habe ich denn Platz, um mal eben zu gucken, wie das... Ah, hier. Hier, Brachiosaurus Schwanz. Muss mal eben kurz gucken, wer der war. Was ist der Große? Ja, genau. Den wollte ich dann vor das Museum stellen. Ist das der Kopf? Nee, ne? Nee. Und den dann drehen, so? Nee, irgendwie ist das noch falsch. Ich glaube, das ist die Vorderseite. Okay, auf jeden Fall, das brauchen wir auf jeden Fall. Ich weiß nicht mehr, was du hier warst. Muss mal nachgucken. Du warst Triceratops. Nee, dich brauche ich nicht. Oh, T-Rex-Schädel ist natürlich auch cool. Okay, die behalte ich und der Rest kann dann weg. So. Hallo, Kleine. Okay, sehr schön. Wir holen uns da den Ritter-Dings. Der gibt uns nämlich 2500. Ach, das ist überhaupt kein Ritter, oder? Doch. Doch, ist er. Er sah irgendwie größer aus, als er eigentlich ist. Der Kulibri-Falter, komm. Komm, der ist gerade hier. Den schnappen wir uns auch. So, bitteschön. Leumbeus, Leufeus. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Okay, den krieg ich nicht. Lumois heißt er. Okay. Ich habe Fisch. Ich weiß, der Fisch ist jetzt nicht allzu viel wert, ja. Aber so 20.000 kannst du mir ruhig schon geben, finde ich. Hä? 17.000? 21.000. Oh, danke schön. Ja, guck mal. Danke. So, dann verkaufe ich noch schnell die Fossilien und die Insektions. Und dann war es das schon wieder mit dem Part, Leute. Ja. So schnell geht das hier mittlerweile. Ja.
klopf, wer ist da? Ich bin's, euer Lieblingskäufer. Und ihr wolltet euch immer noch nicht hier, ne? Ihr wolltet immer noch nicht größer werden. Ja, verkaufen. Und zwar habe ich hier Triceratops und einen Ritterfalter. Ja, einiges, ne? 12.000, ja, das nehme ich. Dankeschön. Ja gut, Leute, das war's mit Animal Crossing New Horizons. Wir sehen uns morgen. Ne, heute Abend kommt noch One Piece. Morgen wieder. Und ja, bis dann, euer Kamito. Haut rein und ciao. So, ich mache hier nämlich jetzt auch Schluss. Rechts ist die Playlist, links das sollst du Video.